Wir sind jetzt in der Innenstadt von Wismar. Wie man sieht, gibt es hier furchtbar schöne alte Häuser und Hausfassaden, Brunnen. Da wird gerade noch fleißig gearbeitet. Und das ist jetzt hier wohl der Mittelpunkt der Stadt. Außen sehr industriell. Es liegt noch so ein Holzduft über der Stadt, weil viel holzverarbeitende Industrie außen ist. Und das dürfte der Toni sein. Isa, ich wollte nur zwei nützliche Dinge sagen, die für unsere Reise gut sind. Das eine ist meine Sonnenbrille. Nämlich die Sonnenbrille passt den Grad der Dunkelungs, wie sagt man denn? Die Dunkelheit der Scheiben passt sich dem Grad des Sonnenlichts an. Also je helles ist, desto dunkler ist die Brille. Und wenn wir dann einmal in den Wald reinfahren oder so, dann wird sie automatisch heller. Also ich kann den ganzen Tag bequem tragen. Das ist ziemlich lässig. Und das andere, was ich noch sagen und zeigen wollte, ist die Map. Die App Map Out. So, jetzt die Map. Die App Map Out, gar nicht so einfach. Ja, Zungenbrecher gibt es für iPhone und iPad. Die verwende ich jetzt seit einigen Tagen. Soweit ich weiß, kostet die nichts. Das Schöne daran ist, da sieht man aufhand der grünen Linien Radlwege, die es gibt. Und ich kann mir die Karten offline runterladen und so untertags nutzen. Das heißt also immer abends, wenn wir WLAN haben, lade ich mir für die nächsten Tage alles runter. Ich nutze also manchmal Komoot und manchmal eben die Map Out App. So. Und jetzt sind wir hier angekommen und jetzt werden wir uns Wismar noch genauer anschauen.